Real Talk Makelei. Der Immobilienmakler in der Vergangenheit und Gegenwart und natürlich auch in Zukunft. Jetzt ist ja eine Situation, du bist ja Makler, Einzelkämpfer. Was ist denn aus deiner Sicht der gravierende Unterschied zwischen diesem Alleinarbeiten und jetzt Unternehmer zu werden? Vor allem das Thema. Ich habe einen schönen, netten, schönen, sympathischen, netten Studiogast heute hier. Lieber Philipp, stell dich mal kurz vor. Wer bist du und wo kommst du her? Ja, Philipp Bunz, bin 44 Jahre alt und komme aus München. Philipp, du bist ja schon einigen Jahren, oder seit einigen Jahren als Makler aktiv. Wann hast du denn gestartet? Genau, ich habe 2005 habe ich mich selbstständig gemacht. Und davor habe ich klassisch eine Ausbildung gemacht und ein Studium, habe währenddessen aber immer gearbeitet, auch das Studium war berufsbegleitend, habe immer bei einem Makler gearbeitet, habe festgestellt, dass das eine Materie ist, die mir wahnsinnig viel Spaß macht und habe aber auch festgestellt, dass das total einfach ist, eigentlich sich in der Makelei selbstständig zu machen. Und deswegen habe ich das auch dann, ich glaube, ich war damals 24, habe ich mich selbstständig gemacht. Okay. Und wie würdest du denn, wenn du heute so rückblickend auf die Makelei, auf deinen Aufbau, dein Business schaust, wie würdest du das beschreiben heute? Ich glaube, das kommt ein bisschen auf den Markt drauf an, in dem man tätig ist. Ich bin ja ausschließlich in München und im Münchner Umland tätig. Und da war das die letzten Jahre tatsächlich relativ einfach, sofern man gut in der Akquise war. Das heißt, wir haben da den Fokus eigentlich ausschließlich auf die Akquise gelegt und haben die Objekte, die wir im Bestand haben, relativ schnell und auch gut verkauft. Und ich habe immer gesagt, wie gesagt, wir müssen eigentlich gar nicht verkaufen in einem Markt wie in München, sondern die Objekte nur verteilen. Also die Kunst war da die Akquise. Also Kunstakquise, genau, an Objekte ranzukommen und klar, die dann letztendlich irgendwie unter die Leute zu werfen oder beziehungsweise aus den Händen gerissen zu bekommen. Ne? So ist es, genau. Was hat sich denn geändert? Ja, seit 2 Jahren. Thema Ukraine-Krieg, Thema Zinswende hat sich natürlich das entsprechend verschoben, dass die Nachfrage deutlich abgenommen hat. Und wir Objekte im Bestand hatten, die ich früher noch gesagt habe, die haben wir in ein, spätestens 1,5 Monaten sind wir damit beim Notar. Und dann hatten wir die plötzlich nach 12 Monaten immer noch im Bestand. Und da mussten wir auf einmal anfangen, mit Eigentümern Kaufpreisreduzierungsgespräche zu führen. Das kannte ich bisher gar nicht. Was hast du denn auch von Käuferseite heute für Argumente oder überhaupt generell, was hörst du, was du so in der Vergangenheit noch nie gehört hast? Das ist vor allen Dingen das Thema Preis, dass die Leute, oder was heißt die Leute, dass die Käufer natürlich jetzt in einer relativ starken Position sind oder sie meinen, sie sind in der starken Position, um den Preis verhandeln zu können. Okay, und jetzt bist du ja in der Situation gewesen, dass du irgendwann mal gesagt hast, ich bin so an so einem Punkt, ich will irgendwas verändern. Genau. Was war das? Genau. Das war auch ungefähr von einem guten Jahr. Vielleicht ist auch jetzt ein bisschen mein jetzigen Alltag geschuldet, ich weiß es nicht, dass ich einfach mich selber gefragt habe, Mensch, wo will ich eigentlich in 10, 15 Jahren stehen? Möchte ich da immer noch so weitermachen wie bisher? Es war alles okay. Oder möchte ich mein kleines Unternehmen aufs nächste Level hieven? Und dann habe ich für mich entschlossen, ich möchte es gern aufs nächste Level hieven, habe das versucht, habe es aber alleine aus eigener Kraft nicht geschafft. Mhm. Und so bin ich im Endeffekt dann auch zu dir gekommen. Okay, und jetzt ist ja eine Situation, du bist ja Makler, Einzelkämpfer, hast auch eine Mitarbeiterin, glaube ich, ne? Eine oder zwei. Genau. Ne? Und was ist denn aus deiner Sicht der gravierende Unterschied zwischen diesem Alleinarbeiten und jetzt der Notwendigkeit oder auch nicht Notwendigkeit, mehr zu machen, also Unternehmer zu werden. Wie würdest du das beschreiben? Bisher habe ich immer im Unternehmen gearbeitet. Ich habe eigentlich jede Rolle angenommen. Ich war der Mann fürs Marketing, ich war der Mann für die Akquise, ich war der Mann für den Einkauf, ich war der Mann für den Verkauf.
Vermietung genauso. Wir machen ja Verkauf und Vermietung. Ich habe also komplett das volle Programm alles alleine gemacht. Und das geht natürlich einmal auch an die Substanz, erstens. Und zweitens kann man so natürlich unmöglich wachsen. Ja, geht nicht. Und deswegen ist bei mir eben dieses Thema vom Makler zum Unternehmer. Das heißt, dass ich halt eben mittel- und langfristig nicht mehr im Unternehmen, sondern nur noch am Unternehmen arbeite. Und das ist mein Ziel. Und das geht natürlich logischerweise nur mit Mitarbeitern, mit klaren Strukturen, mit klaren Prozessen. Das hatte ich bisher alles nicht. Das war mehr oder weniger alles Freestyle. Okay, ich meine, mit dir kann man ja Klartext reden. Lass uns doch mal Klartext reden. Du hast doch jetzt jahrelang diesen Alleinkämpfer, Einzelkämpfer-Modus gefahren. Mhm. Was lässt einen denn in diesem Zustand verharren? Was passiert da? Ja, ist halt immer so ein Status quo. Es läuft halt so, ne? Es läuft alles, alles gut. Ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder, ich kann die alle ernähren. Wir wohnen ganz schön. Und jetzt ist es halt so, wenn sich halt der Markt ein bisschen dreht, sprich die Nachfrage halt einfach nicht mehr so ist wie früher, da stelle ich mir halt schon die Frage, läuft das in 10 Jahren auch noch so? Ja. Mhm. Und abgesehen davon ist es halt, ja, dass ich halt jede Rolle besetzt habe im Unternehmen, das ging halt, wie gesagt, auch oder geht halt einfach an die Substanz. Ja. Und da sage ich mir, dass ich bin jetzt noch jung genug, um da was zu ändern, um da, wie gesagt, die nächsten Schritte einfach zu machen. Gab es denn da so einen Schmerz, so einen Schmerzpunkt, wo du gesagt hast, ouch? Ja, tatsächlich, als wir einfach gemerkt haben, Mensch, wir haben hier Objekte im Bestand, die kriegen wir nicht mehr verkauft. Was machen wir denn da? Mhm. Da kommen Käufer an, die den Preis, wie ich empfand, in unverschämter Weise nach unten verhandeln wollen. Wir kannten das eigentlich in der Vergangenheit nur so, dass wir öfter mal ins Bieterverfahren eingestiegen sind, wenn wir 3, 4 Interessenten gleichzeitig hatten. Das war weg. Teilweise haben wir dann auch eben Verkäufer gehabt, die total zurückhaltend sind, die gesagt haben, ne, ich gehe jetzt in dieser Phase nicht an den Markt. Und das heißt, wir hatten einfach viel weniger Aufträge. Und da machst du dir natürlich als Makler schon Gedanken, wenn nachher die Objekte nicht mehr reinkommen, beziehungsweise die Käufer nachher nicht mehr da sind. Okay, also du hast in der Situation tatsächlich erstmal analysiert, was ist hier eigentlich los, was sind die Gründe und hast dann, sagen wir mal, eine vernünftige Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, entweder ich krieg's jetzt selber gebacken oder ich lass mir helfen, Punkt 1. Also oder ganz einfach. Ganz genau, ganz genau. Okay. Ich habe relativ lange, bin ich schwanger gegangen mit dem Gedanken, mir helfen zu lassen, weil ich vielleicht auch so ein Typ bin, dass ich sage, Mensch, ich krieg das schon auch selber hin und musste dann für mich selber erstmal oder ich habe für mich selber die Erkenntnis gefunden, es ist eigentlich eine Stärke, sich helfen zu lassen und nicht eine Schwäche. Und so bin ich zu dir gekommen. Was war denn der, weil du sagst ja, ich krieg das alleine hin, weil das geht ja vielen so da draußen, ne? Also ich sage immer so, dieses Helfen lassen ist ja wie so eine Art Button, ne? Also entweder lasse ich oder ich lasse es nicht zu, ne? Ja. Und dieses so alleine sich irgendwo durchzukämpfen, wie fühlt sich das an? Wie ist das? Ja, das ist ein Kampf, ja. Du sagst es ja, sich durchzukämpfen. Es ist ein Kampf. Und ich hab auch tatsächlich sehr viel Lehrgeld dadurch zahlen müssen. Mhm. Und ja, ich sag mal so, hätte ich den Schritt schon vor 10 Jahren gemacht oder hätte mir das jemand gesagt, Mensch, da ist ein guter Coach, geh doch da mal hin. Wäre ich halt jetzt schon viel weiter. Deswegen, ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Es ist ja nie zu spät. Aber klug wäre es gewesen, ich hätte es schon früher gemacht. Okay, also da war einfach was in dir drin, zu sagen, ich bin noch nicht bereit, mir wirklich helfen zu lassen. So, also das heißt also, wie viele Menschen auch, ich probiere erstmal, mache erstmal ein bisschen rum und ich brauche erstmal so ein bisschen Patsch-Patsch, ne? Ich brauche erstmal so ein paar Ohrfeigen, ein paar Latschen, um das zu erkennen. Okay, jetzt hast du ja, wir wollen gar nicht zu tief ins Coaching selbst einsteigen, sondern einfach so, was dich, weil viele da draußen haben
oder mir ging es ja selber auch so, ne? Du hast einfach Situationen im Leben und das kann ich, das habe ich heute auch genauso. Du hast einfach Situationen in deinem Leben, in deinem Geschäft, in dem, was du tust, tagtäglich. Und du brauchst Rat. Es geht ja im Prinzip darum, dass du Rat suchst oder dich in irgendeiner Weise informierst, wie kann ich eine Situation lösen. Genau. Okay, ob ich mir jetzt eine Zeitung kaufe und gucke, ob jetzt irgendwie der entscheidende Tipp in der Bild-Zeitung steht oder ob ich mir das neueste Buch kaufe oder ob ich in YouTube ein bisschen rumsurfe, wobei wir, glaube ich, nicht drüber reden müssen, dass da natürlich nicht die entscheidenden Hacks kommen. Kleine Impulse, okay, keine Frage, aber das entsprechend andere natürlich nicht. Ja, das ist halt einfach logisch. Und ich sehe das immer so, dass ich brauche einfach ein Team um mich herum. Ja, also ein Team. Ein Team um mich herum, die mich supporten, die mich unterstützen auf meiner Challenge oder auf meiner Zielsetzung oder auf dem Weg. Genau. Weil deshalb baut man sich ja ein Team, oder? Da muss man ja mal überlegen, so was macht das für einen Sinn, wenn beispielsweise, sagen wir mal, irgendein erfolgreicher Fußballclub sagt, wir stellen da mal einfach mal so eine B- oder so eine C-Mannschaft auf. Ne? Das heißt, ich brauche schon ein Team aus guten, ich nenne das mal Ratgebern, aus guten Playern, aus guten Spielern, die mir dabei helfen. Das sind ja einerseits Mitarbeiter, ist klar, ne? Die machen das Tagesgeschäft, das operative Daily Business, aber du brauchst ja auch darüber hinaus, ne? Ob das der gute Steuerberater ist, ob der gute Rechtsanwalt ist und so weiter und so fort, oder? Wie siehst absolut, du das? Genau, genau. Du brauchst eigentlich ein Team an Fachleuten um dich herum oder halt eben simpel ausgedrückt an guten Beratern. Und ich glaube, ich habe einen Bücherschrank voll mit irgendwelchen wilden Ratgebern für Immobilienmakler. Habe ich alle durch, aber das richtig Entscheidende für mich war nicht dabei, weil genauso wie du sagst, wahrscheinlich einfach für mich, ich brauche diesen Austausch. Ich brauche, wenn ich ein Thema habe, dann brauche ich die Gewissheit, okay, ich kann jemanden anrufen, der Experte in dem Bereich ist und der mit dem ich die Sachen einfach besprechen kann, der mir da helfen kann. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende nachher. Und jetzt der entscheidende Punkt, warum funktioniert das nicht? Oder nur bei wenigen Leuten? Ja. Mit dem Buch oder mit der Checkliste, die man von irgendeinem Kumpel zugespielt bekommen hat. Das ist halt alles theoretisch, ja. Und dafür ist, glaube ich, jeder Makler vielleicht auch zu individuell. Oder aber, das war bei mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen ein Lernprozess, du musst die Dinge natürlich auch annehmen wollen, ja. Also wenn ich jetzt 18 Jahre mein Unternehmen alleine geführt habe und dann kommt jemand von außen und sagt dir, hey, mach das doch mal so und so, ist natürlich erstmal so eine Sache, das auch anzunehmen. Aber das Coole ist, also ich bin ja freiwillig zu dem Coaching gegangen, deswegen habe ich gesagt, natürlich. Und ich bin total dankbar, dass jemand mal von außen auf mein Unternehmen drauf schaut. Und das Coole ist, dass es halt einfach funktioniert. Also das beste Beispiel war jetzt, ich habe ja schon auch in der Vergangenheit ganz gute Abschlüsse gemacht, aber ab einem bestimmten Kaufpreisvolumen hatte ich irgendwie im Kopf, ich muss bei der Provision Nachlass geben. Und jetzt habe ich auch sehr hohes Kaufpreisvolumen, aber volle Provision durchgesetzt aufgrund einer Methode, die ich mit dir besprochen habe im Coaching. Und es funktioniert. Und darüber freue ich mich eigentlich ehrlich gesagt noch mehr als über einen coolen Abschluss, einfach, dass es so funktioniert, weil das ist ja für mich jetzt multiplizierbar auf alles, was da jetzt noch kommt. Also hast du halt im Prinzip durch einen kleinen oder sagen wir mal, kleinen Tipp mit großer Wirkung. Genau. Innerhalb von einem Monat oder zwei das Coaching eigentlich doppelt und dreifach verdient. Oder eingespielt. Tatsächlich, genau. Müssen wir nochmal drüber reden eigentlich. Ne? Da müssen wir eigentlich nochmal drüber reden. Ne? Genau. Ja, mal gucken. Ja, aber ist das so, oder? Ja, es ist genauso. Und das ist nämlich die Gefahr, glaube ich, die viele haben. Bei mir war es so, du machst einfach seit Jahren nach Schema F und wie gesagt, es funktioniert alles, okay. Aber man muss halt ständig
an sich oder an seinem Unternehmen arbeiten. Da ist immer irgendwas zu optimieren. Und das ist natürlich auch Motivation. Ich hatte, bevor ich beim Coaching war, ich hatte keinen Bock mehr, ins Büro zu gehen. Ich habe gedacht, dieser scheiß Immobilienmarkt, und ist es der Immobilienmakler wirklich? Ich hatte auf einmal keinen Spaß mehr. Mhm. Und ich habe meinen Job geliebt früher, ja. Ich war wirklich mit Leidenschaft Makler. Und ich glaube, nach einem Monat Coaching sagt meine Frau zu mir, es ist so cool zu sehen, wie viel Bock du wieder auf deinen Job hast. Toll. Ja. Also Philipp, das nimmt mich emotional auch jetzt gerade mit. Ja. Ne? Das ist wirklich toll, weil ich habe heute noch im Live-Call auch mit den anderen, was ja dabei, hast ja daneben gesessen. Und ich glaube, es ist halt tatsächlich dieses eine entscheidende Thema. Und jetzt muss man natürlich auch, glaube ich, mal ganz fair sagen, so die Makler werden natürlich gerne auch so ein bisschen natürlich gehatet, ja, du, ne, das, da, die Makler, die tun nichts und verdienen viel Geld und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es halt so, dass jede Krise, die bringt natürlich einerseits Gewinner, aber andererseits auch natürlich jede Menge Verlierer mit sich. Mhm. Und weißt du eigentlich, was das Entscheidende ist in so einer Krise? Ist, dass die Leute aus dem Creation ihres Erfolges oder ihrer Firma oder ihres Lebens an sich aussteigen. Das ist so ungefähr wie, so als Kind hat man so einen Polizisten gesehen, ja, und er sagt, boah, ich will Polizist werden oder Feuerwehrmann oder Astronaut oder irgendwas. Und heute ist es halt einfach nur noch der Bulle, der blöde Bulle, ja, der da mich jetzt gerade anhalten will, ne? Und das ist halt auch eine Frage der Einstellung, ja, und im Prinzip ist ja alles letztendlich Einstellung. Ich will es jetzt gar nicht wieder mit Mindset verwechseln, sondern einfach die Einstellung zum Leben, die Einstellung zu einer Krise. Ist es eine Challenge oder ist es was, wo ich mich auf den Boden legen muss, genau, und darauf warte, dass der große Fels auf mich runterfällt, ne? Es ist die Einstellung, die es ausmacht, weil am Ende des Tages hat sich ja der Polizist in den 20 oder 25 Jahren vom Kind zum Erwachsenwerden, der ist ja immer noch derselbe. Das ist ja nur mein Blick, ne, also meine Einstellung auf den Polizisten, ja, angereichert durch irgendwelche Erfahrungen und so weiter und so fort. Also der Punkt ist halt tatsächlich das, hab ich Bock? Und du hast es gerade selber, wenn man irgendwann diesen Faden verliert, ne, dann hörst du auf, Dinge zu kreieren. Einfach zu entwickeln, zu verschönern. Auch wir sind ja immer, wir reden ja über Immobilien, ja, Immobilien verschönern, einrichten, neue Möbel, ja, oder und selbst wenn es nur mal neuer Bezug auf dem Sofa ist, ja. Aber dieses etwas zu kreieren, etwas zu erschaffen. Und wenn du alleine bist, dann bist du immer von dir, du hast keine netten Mitarbeiter oder keine nette Mitarbeiterin, wo du, und ich sehe das ja bei mir, ja, wenn ich morgens reinkomme und ich gucke in die strahlenden Gesichter, wie die Bock haben, ja, wie die Lust haben, was zu machen und zu kreieren, ja, oder auch solche Stories, wie du sie gerade erzählst. Aber das ist doch bei dir auch nicht anders, oder? Was ist denn eigentlich das Geile daran, Immobilienmakler zu sein? Ja, am Ende des Tages zwei glückliche Parteien zu haben. Einen glücklichen Verkäufer, der sagt, wow, hast du super abgewickelt, und einen glücklichen Käufer auf der anderen Seite, der mir genau das Gleiche sagt. Also das heißt, zwei Interessen unter einen Hut zu bekommen, dass beide sagen, wow, das war ein super Job, das war eine tolle Dienstleistung. Das ist, ehrlich gesagt, das ist meine Motivation. Meine Motivation ist jetzt nicht irgendwie, dass ich eine hohe Rechnung schreiben kann. Mir ist das völlig wurscht, ob das ein großer oder kleiner. Das glauben viele. Das ist ja genau das. Das Bild des Maklers ist ja in Deutschland negativ besetzt. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn ich mir so anschaue, wer da draußen so rumläuft, da ist teilweise schon echt Fremdschämen dabei. Kann man schon ein bisschen verstehen. Kann man schon verstehen. Aber umso größer die Motivation, weil es ist ja oft auch so, dass ein Eigentümer verkauft ja in der Regel vielleicht ein, zweimal oder kauft auch in seinem Leben eine Immobilie. Das ist ja die größte Investition, die er in der Regel tätigt. Und die haben natürlich auch, oder viele haben natürlich auch dieses negative Bild des Maklers im Kopf.
Und wenn du dann da aufschlägst und du merkst irgendwie schon so nach einer halben Minute, okay, bei dem tut sich gerade was. Ich glaube, da kommen wir schon ganz gut an. Und das ist für mich auch wieder so eine Motivation. Wenn du, ich will jetzt nicht sagen, dass man den irgendwie umkehrt, gar nicht, aber dass man ihn einfach überzeugt, dass du als Makler einfach ein Dienstleister bist und seriös, ehrlich und aber dieses Dienen als Dienstleister halt eben im Vordergrund steht. Ja. Und ich glaube, das machen wenige Makler oder sie machen es falsch oder sie können es halt nicht richtig vermitteln. Mhm. Was machen wir eigentlich alles? Sehr cool. Lass uns nochmal zurückgehen zu diesem Punkt, wo du gerade gesagt hast, ich hatte gar keinen Bock mehr. Und deine Frau sagt zu dir, hey, wie cool ist das denn jetzt gerade? Also nicht wie cool, ich habe keinen Bock, sondern was jetzt passiert ist. Lass uns da nochmal drüber reden. Was ist denn da wirklich passiert? Ja, also erstmal, ich hatte ja in diesen 18 Jahren, es gab eine Phase, da hatte ich mit meiner Wenigkeit waren wir zu siebt. Das heißt, ich hatte 6 Mitarbeiter. Und die sind alle irgendwann wieder gegangen. Die haben zwar alle gesagt, Mensch, bist ein netter Typ, ja, so, weil halt auch da weiß ich, was ich falsch gemacht habe, weil ich wollte so everybody's darling bei den Mitarbeitern und dann sind die gegangen zu anderen Unternehmen, die, glaube ich, ganz klare Prozesse, ganz klare Strukturen haben, wo die Mitarbeiter ganz klare Leitplanken hatten oder haben, innerhalb derer, die sich bewegen können. Warum erzähle ich das? Weil ich jetzt auch in dem Coaching festgestellt habe, worauf kommt es dann auch eben bei der Führung von Mitarbeitern an? Ich habe genau reflektiert, ich weiß ganz genau, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe und weiß, was ich ab sofort zukünftig richtig machen werde. Das allein ist ja für mich schon eine riesengroße Motivation, weil ich habe mich gefragt, warum hauen die ab? Ist doch alles hier okay. Ja? Und das allein ist eine Riesenmotivation. Das allein ist ein Grund, warum ich wieder Bock habe, die Sache, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, neu anzugehen, neu aufzurollen. Und natürlich auch so Kleinigkeiten in Sachen Verhandlungen, wo ich nach 18 Jahren dachte, ich bin ziemlich verhandlungssicher, ich kann das schon. Aber haben wir gerade eben gesagt, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und das habe ich halt in dem Coaching gemerkt. Und das motiviert mich natürlich ungemein, da weiter Gas zu geben. Sehr, sehr cool. Wie würdest du denn jetzt deine Zukunft beschreiben? Also deine Einstellung zu deiner Zukunft als Makler und als Unternehmer? Ja, ich stelle mir immer so die Frage, wo bin ich in 5 Jahren oder 10 Jahren? Wo will ich dahin? Und ich habe da tatsächlich ein ganz klares Bild vor Augen, dass ich selber nicht mehr so im operativen Geschäft tätig bin, sondern versuche mit guten Mitarbeitern, die halt wirklich zu mir, zu meiner Philosophie passen, den Laden groß zu machen. Ja, aber da muss ich ja wieder Angst haben, dass du wieder keinen Bock hast, nachher weiterzumachen. Nein. ich glaube, wenn man mal merkt, dass das funktioniert, da kommt ja so viel positives Feedback. Also jetzt dann wahrscheinlich dann auch von den Mitarbeitern, aber halt primär natürlich auch von den Kunden, mit denen du zu tun hast. Und das ist für mich einfach so die größte Motivation. Kannst du mal vielleicht für die Leute da draußen sagen, wie lange bist du denn eigentlich überhaupt bei mir? Also wie lange arbeiten wir schon zusammen? Wir arbeiten also zusammen. Also jetzt wirklich effektiv meine ich mal, abgesehen von deinem anfänglichen viel zu langen Urlaub. Ja, genau. Wir haben angefangen, da bin ich erstmal 3 Wochen in Urlaub. Genau. Aber effektiv ist das 1 Monat. 1,5 Monate sind es. Was war denn in dem einen Monat deine größten Erfolge oder deine, also Erkenntnis und Erfolge? Also wo hat es da richtig gebimmelt bei dir? Ein paar Sachen hast du ja schon gesagt, aber da ist ja auch was passiert. Genau, also ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt und mein größter Erfolg war ein Abschluss, den ich ohne Tipps von dir vielleicht hinbekommen hätte, aber nicht in dieser erfolgreichen Form. Das war ein Einfamilienhaus, 2,8 Millionen Euro und halt eben die volle Provision. Ich wage zu behaupten, ich hätte es vielleicht auch zu dem Preis früher verkauft, aber eben nicht zu der vollen Provision, weil ich was im Kopf hatte, dass man da
Nachlass geben müsste. Wie war es denn mit dem Thema Bewertung eigentlich und überhaupt so ganzer Ablauf, ganzer Prozess? Ja, genau. Das, da sind wir wieder auch beim Thema Motivation. Das war natürlich von der Eigentümerseite, die waren total begeistert, weil ich die ganzen Verfahren zum Beispiel bei der Bewertung gemacht habe. Ertragswert, Sachwert, Vergleichswertverfahren. Früher habe ich immer nur eine Vergleichswertberechnung gemacht. Auch ganz klar auf den Leuten einfach Masse zu geben, denen aufzuzeigen, wie sieht der Markt aus, objektiv dargestellt. Und dann ist es nämlich auch super interessant zu sehen, die Eigentümer, die sind ja nicht objektiv mit ihrer Immobilie. Die haben ja in der Regel subjektive Preisvorstellungen. Und wie die dann in dieser Präsentation, wo sie selber sagen, okay, ja, das macht Sinn und es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie zu hoch in den Markt zu gehen. Wenn das der Eigentümer mir nach der Präsentation selber sagt. Von alleine. Das muss man ja mal von alleine. Ne? Ja, genau. Dann kann ich natürlich sagen, ich habe es gut erklärt, aber ich habe auch eine wahnsinnig coole, super Briefing bekommen und halt eben auch gute Vorlagen dafür, dass das halt echt wunderbar funktioniert. Ja, genau, es geht ja um die Tatsache, klar, du kannst was irgendwie erzwingen wollen, ne? Aber die Aussage, also ich finde, das ist eigentlich mehr als ein Applaus, ne? Also, ja, also ich finde das wirklich sehr sexy, wenn ein Verkäufer sagt, Herr Bunz, Sie haben vollkommen recht, das ist ja total dumm, wenn ich das anders machen würde. Ja, wir machen das genau so, wie Sie das sagen. Ja, was kannst dann, also für mich kann es kein tolleres, cooleres Kompliment geben oder Beweis, Bestätigung, als dass der sagt, wir machen das genauso. Genau so ist das. Und ich habe früher manchmal das Gefühl gehabt, dass man, ich will jetzt nicht sagen, dass man Gegner ist, aber der Verkäufer hatte vielleicht manchmal so die Meinung, Mensch, der Makler will mich, oder ich hatte das Gefühl, der Makler will nur hier einen günstigen Preis, damit er schnell verkauft. Und jetzt ist das wirklich so, dass wir Partner sind, ja. Also der Verkäufer und der Makler, wir sitzen in einem Boot, wir haben alle die gleichen Interesse, wir sind Partner. Und irgendwie merkt er das jetzt. Mhm. Früher war das für mich ging das so in Richtung Kampf. Wenn du heute morgens aufstehst, was ist anders als vor 3 Monaten? Ja, ich kann es dir sagen, die Uhrzeit. Ich stehe nämlich morgens um 5 auf, mache mich erstmal fertig, mache mir einen Kaffee und dann ziehe ich mir 2 Stunden Coaching-Videos rein. Das ist nämlich meine Zeit. Genau. Aber das ist ja deine Entscheidung. Ja, das ist, ja nicht erzwungen, das ist meine Entscheidung. Aber ich muss sagen, ich freue mich jeden Morgen drauf, weil immer wieder neue Erkenntnisse kommen. Und ich stehe auf und habe Bock. Ich habe richtig Bock aufs Büro, auf den Tag, alles, was da kommt. Ich habe aber auch deswegen Bock, weil es halt funktioniert. Ich habe halt Einkaufstermine, ich habe EK1, EK2 Termine, alles durch. Ich habe auch wieder Notartermine und was soll da anderes sein, als dass man nur noch Bock hat darauf. Und deine Frau freut sich auch wieder, wenn du nach Hause kommst. Und die freut sich auch, weil wenn du nach Hause kommst. Sie sieht mich weniger. Genau. Aber noch mal ganz kurz eine Sache, die mir da noch auffällt, ist, wie würdest du denn jetzt weil viele denken ja da draußen, ja, so da, Videos, da habe ich keinen Bock drauf und so weiter. Wie würdest du denn das Thema Zusammenarbeit auch so auf verschiedenen Ebenen, ne? Ja. Weil einerseits, man muss ja immer was lernen auch und so weiter, aber kannst du das vielleicht mal mit 1, 2 Sätzen einfach beschreiben, dass die Leute verstehen, wie wichtig das ist, dass du bist ja der Zünder, wenn du so, oder ich bin der Zünder und du bist der sozusagen das Auto fährt, ja? So. Kannst du das mal vielleicht 1, 2 Sätze dazu sagen? Ja klar, also du hast ja diese Videos ja wirklich zu jedem Thema sehr detailliert. Das heißt, da kann man ja wirklich zu jedem Thema sich einfach mal schnell ein Video angucken. Und man muss es natürlich machen. Ja, es bringt, ich glaube, das ganze Coaching bringt nichts, wenn man das nicht tut. Und dann hast du ja noch die Live-Calls, dann kann man dich ja auch noch persönlich erreichen, wenn mal irgendwas brennt. Da haben wir ja die WhatsApp-Gruppe. Das heißt, ich habe dich ständig bei mir im Nacken, im Positiven. Und ich weiß, dass du einfach immer erreichbar bist oder dein Team. Und
das, also das, das ist eigentlich bist du fast wie ein Mitarbeiter bei mir. Ja. Jetzt warst du ja auch schon auf einem Seminar von mir. Wie würdest du das beschreiben? Jetzt, wir wollen nicht zu viele Inhalte verraten, ne? Aber einfach mal so vom Feeling her. Ja, vom Feeling eine unglaublich positive Energie. Das liegt natürlich auch an den Maklern, die da sind. Da muss ich wirklich sagen, das sind alles coole Leute, weil ich glaube, die wollen alle an sich, an ihrem Unternehmen arbeiten. Die wollen alle vorwärts kommen. Die haben alle Bock, die sind super motiviert. Und da ist es auch nicht so, dass man sich so selber, wie das bei so anderen Makler-Meetings manchmal ist, sich auf die Schulter klopft und sagt, was für ein toller Hecht man ist, sondern dass man halt wirklich ganz offen über alle Themen, über alle Probleme, die man hat, sprechen kann, um dann voneinander zu profitieren. Und das allein ist schon ein riesen Mehrwert. Und natürlich die Themen, die da behandelt werden, logischerweise auch. Das ist großartig. Lieber Philipp, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg. Vielen Dank. Da du ein super Umsetzer bist, habe ich da gar keinen Zweifel. Danke dir. Bye-bye, danke. Ich gebe Gas.